Liebe Geschwister im Herrn Jesum Christum, wir kommen nun in der Reihe Mensch zu der Lektion 016, die Unsterblichkeit der Seele. Es ist ganz interessant, dass es Menschen gibt, die im christlichen Bereich sind, die schon im 1. Korintherbrief, zum Beispiel im Kapitel 15, vor allem dort, nicht glaubten, dass es eine Unsterblichkeit der Seele gäbe. Wir sehen das heute auch bei den Arianern, Wachturmzeugen Jehovas, die glauben nicht, dass es eine Hölle gibt. Und die denken, dass diejenigen, die keine Wachturmzeugen Jehovas sind, dass sie einfach aufgelöst werden. Gut, das sind halt Zeugen Jehovas. Nach ihrem eigenen Verständnis sind keine Christen, sind Arianer, Antichristen. Gehen wir zum Verständnis der Unsterblichkeit der Seele. Das bedeutet, dass die Existenz des Menschen mit dem leiblichen Tod nicht aufhört. Im Gegenteil. Der körperliche Tod ist nicht die Vernichtung, Auslöschung der Persönlichkeit, sondern das Ende der Aktivität auf dieser Erde. Also diese Allvernichtungslehre der, zum Beispiel der Zeugen Jehova, ist sowas von satanisch wie alles bei den Zeugen Jehova. Zweitens, der körperliche Tod ist die Tür zu einem Zwischenzustand des Menschen bis zur Auferstehung. Der Mensch geht durch die Auferstehung von diesem Zwischenzustand in die Ewigkeit. Erstens, die Notwendigkeit der Unsterblichkeit der Seele. Da viele Sünden in diesem Leben nicht gerichtet oder bestraft werden, verlangt die Gerechtigkeit Gottes ein Weiterleben nach dem Tode. Ich lese dazu aus 1. Mose 18, Vers 25. Fern sei es von dir, so etwas zu tun, den Gerechten mit dem Gesetzlosen zu töten, sodass der Gerechte sei wie der Gesetzlose. Fern sei es von dir, sollte der Richter der ganzen Erde nicht Recht üben. Apostelgeschichte 24. Vers 25. Als er aber über Gerechtigkeit und Enthaltsamkeit und das kommende Gericht redete, wurde Felix mit Furcht erfüllt und antwortete: Für jetzt gehe hin, wenn ich aber gelegene Zeit habe, werde ich dich rufen lassen. Wir sehen also, dass der Apostel Paulus auch vor Gericht, wo es sicher heikel war für ihn, bei der Wahrheit blieb und von der Gerechtigkeit Gottes redete. Und die Gerechtigkeit Gottes offenbart sich eben auch im ewigen Gericht des Feuersees oder der Hölle, was dasselbe ist. Zweitens, auch die Verheißung Gottes erfordert ein Weiterleben nach dem Tode. 1. Korintherbrief, Kapitel 15, Vers 19. Wenn wir allein in diesem Leben auf Christum Hoffnung haben, so sind wir die elendesten von allen Menschen. Eine Offenbarung, die Daniel bekam in seinem letzten Kapitel, Daniel 12, Vers 13. Du aber,
Gehe hin bis zum Ende, und du wirst ruhen und wirst auferstehen zu deinem Lose am Ende der Tage. Dann Hebräer 11. Hebräer 11. Das ist ein ganz kostbares Kapitel für den Glauben zum Stärken. Diese alle sind im Glauben gestorben und haben die Verheißungen nicht empfangen, sondern sahen sie von Ferne und begrüßten sie und bekannten, dass sie Fremdlinge und ohne Bürgerschaft auf der Erde seien. Vers 16. Jetzt aber trachten sie nach einem Besseren, das ist himmlischen. Darum schämt sich Gott, ihr Gott, nicht ihr Gott. Ich muss den Vers nochmals lesen, Entschuldigung. Jetzt aber trachten sie nach einem Besseren, das ist himmlischen. Darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott genannt zu werden, denn er hat ihnen eine Stadt bereitet. Dann noch den Vers 39. Und diese alle, die durch Glauben ein Zeugnis erlangten, haben die Verheißung nicht empfangen, da Gott für uns etwas Besseres vorgesehen hat, auf dass sie nicht ohne uns vollkommen gemacht würden. Neuer Übertitel oder Untertitel: Die Bestätigungen der Unsterblichkeit der Seele. Ich diktiere jetzt. Erstens, schon die Patriarchen wussten um die Unsterblichkeit der Seele. 1. Mose 15, Vers 15. 1. Mose 25, Vers 8. 1. Mose 35, Vers 29. 1. Mose 49, Vers 33. Zweitens, Hiob wusste schon um die Unsterblichkeit der Seele. Hiob 14, 14. Hiob 19, 25. Drittens, David und Salomo bezeugten die Unsterblichkeit der Seele. 2. Samuel 12, Vers 23. Psalm 16, Vers 10 bis 11. Apostelgeschichte 2, 31. Apostelgeschichte 23, 4. Prediger 3, 21. Prediger 12, 7. Viertens, auch die Propheten bezeugten die Unsterblichkeit der Seele. Jesaja 26, 19, Daniel 12, Vers 2 bis 3, Hosea 13, Vers 14. Der Herr Jesus bestätigt die Unsterblichkeit der Seele. Matthäus 22, Vers 31, 2. Mose 3, Vers 6, Markus 12, 27, Lukas 20, 38, Johannes 5, 28, Johannes 11, 25, Johannes 14, Vers 2. Auch die Apostel bezeugten die Unsterblichkeit der Seele. 2. Timotheus 1, Vers 10, 1. Johannes 5, Vers 11. Dann noch zu einem kurzen Übertitel, die Bedeutung der Unsterblichkeit der Seele. Das Leben des Menschen auf dieser Erde hat Bedeutung für alle Ewigkeit. Der Mensch ist für sein Leben verantwortlich. Apostelgeschichte 24, Vers 25, 1. Korinther 15, Vers 32 bis 33. Soweit nun Lektion 16. Lektion 17 wird dann sein der Zustand zwischen Tod und Auferstehung. Bis bald.